Tag, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Terraria mit dem Retro TV. Hi, hi. Yeah. So, wir gehen jetzt in die Eishöhle. Ich mach mein Lager weiter. Ja, okay. Ist Tool, genau. Arbeitsteilung. Du bist die Frau, ich. Nee, okay. Ohne Witz. Alter Vater. Wieso bin ich die Frau in der Beziehung? Na, weil du zu Hause bist und was machst? Halt zu Hause, so. Klischee ist aber auch erfüllt. Gut. Ja, auf jeden Fall. So, hier ist jetzt zwar Erz, das baue ich nicht ab, weil es zu wenig ist irgendwie. Dieses Enchanted Sword, ne, das ist so fucking stark. Das ist krass, also. Das ist so krank. Das ist voll. Normalerweise kriegt man erst ein Schwert mit nicht mal der Stärke bei Meteoriten. Oh mein Gott. Also das ist schon ein krasses Upgrade. Ist richtig, vor allem beim Kampf gegen Elf Cthulhu, das sieht auf jeden Fall, vor allem mit den Schüssen, das ist halt perfekt. Ja, klar, deswegen ja. Okay, das ist echt cool. Okidoki. So. Ich habe gerade genug Holz gesammelt, um hoffentlich jetzt hier das Lager zu vollenden. Ja, ne, mal gucken. Vielleicht genau. Was, vielleicht nicht. Aber das Lager muss halt wirklich groß werden, also. Also es ist jetzt noch nicht so groß, na, aber das reicht erstmal. Also wir brauchen auf jeden Fall, warte, lass mich überlegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, wir brauchen auf jeden Fall so 7, 8 Kisten mindestens. Okay, Safe Call, ja natürlich. Das kriegen wir easy hin. So, mich als Tine Wittler, ne? Ich sag ja. Wobei, das ist eher negativ, ne? Naja, mittlerweile. Ach, was sagen immer alle Leute, die Videos oder die Filmchen von ihr rückwärts abspielen lassen? Genau. Sie verschönert nicht, sie baut ab. Yeah, yeah. Wie mache ich die Wand weg? Mit einem Hammer, ne? Mit einem Hammer, das siehst du richtig, mein Freund. So, nach rechts gelaufen. Was, wer, wann, wo? Man weiß es nicht. Haben wir denn noch genug Erze, damit ich mir überhaupt einen Hammer craften kann, ne? Das ist, du brauchst doch keine Erze, kannst du einfach aus Holz einmachen. Ich will nicht da stundenlang dran sitzen, weil mein Hammer viel zu scheiße dafür ist. Ach, das reicht eigentlich. Genau. Du musst es ja nicht machen, man. Ich hab auch einen Holzhammer. Ich meine, so, wenn du jetzt nicht massenhaft Wand abbauen möchtest. Ich hab mir einen Lied gemacht. Deal with it. Okay. So. Okay. Okay. Wieso geht das jetzt nicht? Ach, ich wollte doch gar nicht die Treppen. Oh Gott. So. Jetzt geht die Party ab. Jetzt geht's ab, Anna. Oh shit, der Hype is real. Wait. Hoffentlich reichen die Wände. Oh, da ist so ein Explosionsding jetzt wieder mit ganz viel Erz. Oh. Wollte gerade sagen, da ist doch was Rotes. Weißt du, das Rotlichtviertel erkenne ich immer direkt. Ja, natürlich. Ist ja ganz klar, ne? Naja. Du als alter Hauding, du, ne? Du als Stammgast. Ach du Scheiße. Oh Gott, ey. Wenn das jetzt irgendwer ernst nimmt, ne? Das wäre schon geil, ne? Das wäre lächerlich. Natürlich, ein 15-Jähriger im Rotlichtviertel ist ja ganz klar, ne? Ja. Oh ja. Standard, ne? Natürlich. Ja, wer weiß, bei manchen Assis ist das wahrscheinlich echt so. Das ist ja traurig. Ich glaube, dann nicht im männlichen Bereich. Ach, das ist du machst es auch immer noch schlimmer, ne? Es ist so traurig. Es ist so traurig. Diese Themen hier, on point. Ja. Jetzt wisst ihr, worüber wir immer erzählen, wenn wir im TS sind. Natürlich. Immer solcher Scheiß. Nein, nicht sterben. Oh, aua. Kommt der hier hoch? Nee, ne? Schreck mich doch nicht immer so. Ja, sorry, guck auf mein Leben. Ja, 35, Alter, deal with it. So. Oh ja, das sieht schon mal gar nicht mal so scheiße aus, das Lager. Ich craft jetzt mal. Oh, nicht das Mikrofon umhauen. Ich craft jetzt mal ein paar Kisten. Hardcrystal. Nice, okay, dann kann ich meinen eigentlich nutzen, ne? Ich hab vergessen, dir den zu geben. Ja, klar, mach das. Easy. So, 160. Ne, du hast noch keine 100. Ah, ja, muss ich auch mal nutzen, ne? Ja, zack, zack, ne? Wir müssen ja gleich auf sein, ja? Also, hör mal. Ja, warte doch mal, ich muss mich erst hinbauen. Das gibt's ja gar nicht.
Das geht ja gar nicht, klar. Doch, bei Roller. Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Kann ich die Kiste vielleicht... Ach nee, da ist mir zu... Nee, da ist so viel Scheiße drin. Ich werde die Kisten sicherlich nicht umverfrachten. Nicht jetzt. Okay. So, zack. Soll okay, ich wieder Drecksarbeit machen? Ja, natürlich. Hallo? Mal bist du die Frau, mal bin ich die Frau. Und Mann ist nie jemand, wa? Hat er wieder rausgehauen! Oh, scheiße. Oh, shit. Okay, wir haben jetzt hier 5 Kisten oben und eine Kiste unten. Weil ich einfach sozial und nett bin, ist ja klar von mir, während ich jetzt die ganzen Kisten... Aber du hast jetzt keine Kisten gecraftet, oder? Denkst du, ich bin so bescheuert? Ich wollte gerade... Antworte lieber nicht drauf. Ich kenne deine Antwort. Ah ja, genau, ja. Ja, ja genau. Na? Einfach gar nichts sagen. Stillschweigen vielleicht ja auch angebracht. Weil ey, wir sollten mal vielleicht die ganzen, Dings, die, essen sie? Die Graves von mir abbauen. Denn das sieht echt nicht so schön aus. Sollten wir das? Handeln einfach das, die komplette Welt. Ja, ne, dann kümmere dich mal drum, ne? Ja. Ich hab nur gesagt, das soll man machen, ne? War jetzt wieder so klar, ne? Das war wieder klar, ne? Diesmal bist du wieder die Frau. Ach du Scheiße, nee, ich mach das auf jeden Fall. Aber nicht jetzt, nicht heute. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe stets auf morgen. Das ist richtig, ne? Das ist klar. Das ist ja wohl klar, mein Freund, du. Das ist klar, liebe Grüße, euer Wilhelm. Wer kennt ihn noch, den Wilhelm Kramer LP? Kennt ja, noch genau. Kennst du noch? Ja. Macht er noch was? Kein Hype mehr, ne? Der ist sogar nicht mehr im Hype. Ne? Damals war der richtig hart gehypt. Ja. Der wurde noch gesagt, Kollege, ne? Er sei Kollege und so ein Scheiß. Weil irgendwie hatte der ja irgendwie, weiß ich nicht, so Verarsche-Videos gebracht, wo er irgendwie, sich irgendwie verkleidet hatte als ein alter Herr. Und ist damit dann auf die Straßen gegangen oder so und hat Passanten angesprochen. Okay. Irgendwie so war das doch, genau. Da hat er auch seine Stimme verstellt. Und anscheinend genauso wie halt der liebe Wilhelm Kramer. Und deswegen dachten ja auch viele, dass er wäre. Aber, ne, da spalten sich die Meinungen. Ja, gut. Ich habe, um mal wieder auf Terraria zu kommen, 5 Lenzen. Wie viel brauchen wir für El Cthulhu? 6, ne? Ich habe keine Ahnung. Ey, du bist doch wieder Profi, Mann. Ja, komm. Eye of Cthulhu, die Spawn-Items findet man normalerweise öfter in Truhen und allem drum und dran. Ja, aber jetzt anscheinend nicht, ne? Du bist tot? Wir haben auch noch verdammt wenig Truhen gefunden im Vergleich eigentlich so zu normalerweise. Okay, für dich ist normalerweise was? Ja, alle meine anderen Playthroughs. Ja. Deine Playthroughs. So, dann ordne ich schon mal das Lager, ja? Genau, mach das mal. Kann man die nicht auch benennen, die Kisten? Richtig, Rename. Hier, erste Kiste wird natürlich Erze. Nicht Barren vielleicht. Und dann Erze? Nein, Barren. Ja, willst du eine Kiste alleine für Barren und eine Kiste für die Erze selbst? Und, boah, Alter. Du bist auch echt ein... Ey. Ich bin runtergesprungen, habe ich nicht bewegt. Bin trotzdem aufgeklatscht. Na, ja. Fucking kidding me right now. What the actual fucking world? So, bitte wieder neu. Okay, gut, ich wollte die dann nicht hinwerfen. So, jetzt mit ganz schöner Vorsicht runterjumpen. Und da würde ich gerne mal sehen, wo ich gerade gestorben bin. Hä? Ich habe doch einen straighten Kanal nach unten gegraben. Quantum? Ja. Du hast ja diese Show-Spikes da, ne? Diese Show-Spikes, ne? Jo. Wie die heißen. Genau. Verlass dich bitte nicht immer darauf, dass dann irgendwo eine Wand ist, wo du dich kurz ins, runter bitte hast kannst. Du einen Hook? Ja, wollte ich gerade sagen. Nutze am besten dann beides. So eine kleine Advice von mir selber, nur. Ich als alter das Terraria. Hätte ich ja jetzt nie gedacht, also. Das gibt's doch bei derselben Stelle. wird natürlich rausgecuttet. Wir sind beide zwar Uncut-YouTuber, meistens anscheinend bei dir zumindest. Aber das cut mir raus. Ja, natürlich. Natürlich, ne? Ihr habt nichts gesehen, Leute. Ne? Und wenn ihr es doch gesehen habt, dann tut's uns leid. Ach, du Scheiße. Ich hatte meinen Peak. Der geht anscheinend wieder weg. Ja, anscheinend echt. Leider Gottes, leider Gottes.
So, jetzt aber komm. Jetzt bin ich mal multitaskingfähig und nutze beides natürlich. Ich als alter Profi, ich wäre fast wieder aufgekommen. Das gibt's doch gar nicht. So, okay, ich hab's geschafft. Ich bin heil runtergekommen. Ich bin Profi. Ja. Hi. Ich wollte jetzt nicht schon wieder bei dem, das gibt's doch gar nicht, ne? Also. Nee. Wir dürfen es ja nicht overusen. Ist es richtig, das ist klar, ne? Oh nein, ich krieg auch. Nein, wir sind wieder da angekommen. Oh Gott. Oh, du willst, Alter. Natürlich, wir bekommen das hin, dass er wieder einen Hype bekommt. Na, ist ja ganz klar. Natürlich. Ich wollte gerade wieder, das ist klar sagen. Ja. Ich fand den Typ auch wirklich witzig, ne? Keine Ahnung. Ich hab das mal gefeiert. Na gut. Also ich hab Sapphires. Das ist sicherlich besser als der Topazug, oder? Ja. Ja, klar. Aber wir brauchen jetzt eigentlich, also die sind halt nicht viel länger, also muss nicht sein. Und ein Upgrade ist doch immer was Schönes. Dein Jojo benutzt du immer noch die ganze Zeit, oder? Um ehrlich zu sein, ich bin zwar Jojo-Summoner, hab's aber bis jetzt seitdem nicht benutzt. Ja, das Schwert ist jetzt halt besser, aber wegen... Es ist einfach viel zu stark, ja, dass ich es nicht nutzen würde, ne? Ist einfach so. Ich hab wieder Gold gefunden, by the way. So, wie viel ist das denn? Hoffentlich reicht das jetzt so langsam mal für eine komplette Chestplate, das wäre echt richtig schnieke. So richtig Bombe wäre das. Dann ist klar. Ich werde das öfters nutzen. Fuck it. Alles klar. Ja gut. Kann man auch mal nutzen. Ach komm schon. Wer war das jetzt? Wer ist da jetzt gestorben? Doylen, keine Ahnung. Ist der andere gejoint? Geil. Was soll ich sagen? Keine Ahnung, hab's vergessen. Super, kann anscheinend nicht so viel Wichtiges gewesen sein. Nice, gut. Also so Kistenorten ist echt spannend as fuck, ey. Also, echt jetzt? Wirklich, das ja, ist... bei mir ist das auch gerade richtig langweilig. Also hier sind so viele Mobs und so und Gefahr. Da ist Wasser, ne? Da ist dann vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, da fällt Sand runter oder so und kann mich irgendwie ersticken lassen, aber... Nee, es ist ziemlich langweilig bei mir, muss man sagen. Ist einfach so. Ja. Gold. Alles klar, ey. Ist das schön. Ich habe 32 Iron Ore. Das war falsch. Ich finde den Fehler. Gold Ore. Ja. Ja, auf jeden Fall. Achso, ich könnte den Banner mal aufhängen, genau. Ich habe auch noch einen. Ich glaube, der gibt uns, glaube ich, Immunität gegen den jeweiligen Mob-Typ. Die Banner geben, dass man weniger, ich glaube, halb so viel Schaden von den jeweiligen Monstern kriegt und doppelt so viel Schaden macht. Das ist doch mega gut. Ja, ist es auch. Das ist richtig scheiße gut. Das ist cool. So, hier sind auch richtig viele Ärzte, bevor du mir dann wieder irgendwie in den Kommentaren schreibst, dass ich alles übersehen würde. Oder so. Ja, wahrscheinlich hast du auch trotzdem ganz viel übersehen. Habe ich eh wieder. Aber vielleicht denkst du, ich hab's übersehen, aber ich nehm's einfach nicht mit, weil ich's unnötig finde. Ja, natürlich. Ja. Nee, wirklich, also ich hab jetzt in den letzten Parts wirklich einige Erze nicht mehr aufgesammelt, weil ich's einfach irgendwie verdammt unnötig fand, wie jetzt Lead Ohr. Lead braucht man halt, ne? Ja, aber jetzt nicht, ne? Ja, und später ärgern wir uns, dass wir sammeln müssen. Später ärgert man sich dann wieder, weil man es nicht findet oder nicht im Überfluss findet, obwohl man es da irgendwie tausendmal gesehen hat. Ist irgendwie immer so, ne? Tja, die menschliche Psyche. Ein Mysterium für sich. Oder ein Fall für Galileo Mystery. Jawohl, dann ist klar. So. Hier ist wieder ein Lied. Oh Mann, ich will es gar nicht abbauen, ne? Aber um mich zu schützen, mach es einfach mal. So. Gut, haben wir sogar, oh krass. Okay. Das und das. Du bist ja gleich dann auch mal fällt mit deinen Sachen da, oder? Mit deinen total spannenden Sachen. Ja, muss halt gemacht werden, aber ich bin damit fertig. Wie sieht's denn mit der Folgenlänge aus? Die ist gleich zu Ende, deswegen wollte ich es gerade schon ein bisschen anteasern. Ich werde mich jetzt noch kurz zu Bestipen gucken, ob ich da irgendwas mit Gold noch machen kann. Und wie viele Tränke, also Heiltränke hast du? Part erstmal vorbei. Bitte? Heiltränke, wie viele du hast? Ich habe 10 von den normalen. Also von den 100 Health. Genau. Dann gebe ich dir feierlich nochmal 10. Ach, das ist super. Dann haben wir beide 20. Ich habe 30 Barren. Du kannst ja jetzt hier alles quickstacken, direkt hier von hier oben dürfte es auch gehen. Ja, wo ist der Guide? Ist er tot? Na, der steht doch hier, du Idiot, ey. Ach du Scheiße.
So, Crafting. Die Barren reinpacken und show me your power. Hä? Achso, nee. Hä? Hä? Was? Voll, der will nämlich verarschen. Ich hab doch 30. Nee. Ach, 35. Ich bin behindert. 35, gut. Warte mal, wo ist jetzt hier die Chest mit den Erzen? Du kannst sie auch von oben öffnen. Ich bin Hipster, okay? Ja, egal. Okay, na gut. Dann wird's wohl erstmal nichts mit der Rüstung. Ich hoffe, dass die im nächsten Part oder so da ist. Gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da, schaut auch bei mir als anderen vorbei und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao. Ciao, Leute.